Und wunderschönen Juden, hi, sind wir remnäß, also, wo sind wir, hi, komm, warte, ich weiß nicht genau, also, von hi, Tisch sieht da, da sieht doch innen, wo mein Punkt aus, Tisch, dann müssen wir hi, oder raus, respektive dann da, was halt hier einfach, da gehen wir hi ran, da gucken wir, ob wir lo, den, komische Knilch da auch um den Eckbrot kriegen. War vielleicht nicht interessiert. Schon Dinge schon fertig, ob das im Planet Quest was Schiss hat und halt noch abläuft. Story? Immer gut, wenn man sieht. Schiss Story bleibt noch. Meine Untertanen meine Fähigkeit gut, weil ich weiß nicht so mal, dass die tot, dass die tot sind. Ja. So. Aktuell geht man nach nicht so gut wie man soll, aber uiui, wir sind trotzdem weiter nach. Keine Zeit für zu schwächen, das Schwäche zu weisen, muss man so sehen. Kannst du nur hingucken, weil die fragt man relativ oft. Ein armer Kerl schon. Den noch ein bisschen leid, weil mit mir ist nicht gerade so easy. Weil ich gesagt Begleiter, in dem Fall sind wir ein bisschen egal. Und es ist eine Tunne, halt hier. Ja, fährt mal ein Bomben Chat. Ja, vielleicht seht vielleicht interessiert, nicht interessiert. Mit meinem Mancher. Ich hatte schon sogar erwähnt, sind wir schon auf Level 60. Also das Maximum Win kann erreichen an dem Spiel high. Hunde schon. Und ja. Hunde aber schon ein bisschen wie lang, wo der Titan da hat. Ist viel mehr lang in der Stadt. Und war relativ einfach. Scheint gucken noch wie was ich erreichen. Ich schaffe das Bombentier. Ziel zerstören. Typ löscht. Aber wenn ihr so guckt, ziehen keine Überraschung von den Missionen. Ja. Gameplay. Du zerstörst. Ausgezeichnet. In Position und gerade rechtzeitig. Hä? Gut zu wissen, dass wir immer noch gut informierte Freunde haben. Nun, Jedi. Wir haben den Befehl, euch in Carbonit einzufrieren, anstatt euch zu töten. Also seid so gut und ergebt euch. Die war gut, die Dörte. Ich fürchte, ich muss euer großzügiges Angebot ablehnen. Ja. Sie sagten schon, dass ihr stur seid. Mhm. Haltet sie ruhig! Ich brauche einen sauberen Schuss, sonst friert sie ein und zerspringt. Zum Ersatz. Wollte ich zwar nicht mehr. Den muss nur kommen. Yes! Knaps. Das ist auch gestorben. Mein armer kleiner Kerl schon. Ja, ich schließe mal hier ran.
What the fuck, in Sachen Updating sind relativ schlecht. Okay, gucken wir mal, was hier mit mir. Nein, bitte. Ich bin Ingenieur. Ich habe nur die Carbonit-Waffe beaufsichtigt. Bitte verschont mich. Der Informant hat nicht gesagt, dass ihr ein verrückter Super-Jedi seid. Verrückter Super-Jedi? Ich wollte Super-Jedi so. Wer gibt Informationen über mich preis? Ich weiß es nicht. Ich habe niemals ein Gesicht gesehen. Der anonyme Informant sagte, ihr hättet Captain Balon beleidigt. Die Kommandos wollten euch benutzen, um ihn herzulocken. Sie brauchten euch als Köder, um die Rüstung wieder zu beschaffen, die Balon gestohlen hat. Als Köder? Hä? Rüstung? Was ist so besonders an Valons Rüstung? Hoth ist von Raumschifftrümmern bedeckt. Wir haben in einem Wrack eine fortschrittliche Rüstung gefunden und sie zu unseren Laboren gebracht. Diese Rüstung hat eine spezielle Heilwirkung. Sie heilt jede Verletzung. Wir hatten sie gerade zum Laufen gebracht, als Valon sie stahl. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre. Kann ich gehen? Noch eine Frage. Bleibt Valon mit dieser Rüstung am Leben, egal was ich mache? Ich weiß nicht. Sie sagen, Valon ist unbesiegbar, solange er sie trägt. Ich komme nie wieder zurück nach Hoth. Ich verschwinde von hier. Ich blute noch immer. Bitte, Jedi, könnt ihr mich heilen? So schaffe ich es nie zur Landezone. Komm, Mama. Kann man ihn gut wahrscheinlich lupen. Ich kann niemanden seinen Schmerzen überlassen. Hier, das wird helfen. Ja, das ist besser. Danke, Jedi. Das werde ich euch nie vergessen. Oh. Haben sie verrote gehen von irgendeinem Wiesel. Haben wir das Lobby noch gegen für Gewürge gegen wen als verrote hat. Okay, und wir gehen mal Salomon raus, muss ich gucken, los. Hol mal den dort, hol mal den Schach aus Osten. Und da kommen wir auch da relativ schnell um. Hoffen wir. Sehr schön mal. Ja, das was ich gesagt tun. Am besten direkt den Körper aufschneiden. Egal welche, wenn ihn umbringt. Auch hier an Horrorfilme oder irgendetwas. Egal welche, ohne irgendetwas großes Art zu diskutieren, direkt den Körper aufschneiden. Fertig. Dann ist das Ding auch tot. Oder aufhacken oder noch am besten dreimal an den Kopf schießen. Naja, die Verletzung nicht. Ja, so wie ein Highlander, einfach Kabu, fertig. Und dann kann auch sicher sein, dass das Tier auch tot ist, weil, hallo? Die Sache, wo ich immer kann heilen. Das ist aber ein bisschen nervig mit der Zeit. Von der Schluck persönlich, ja, cool, danke, wie wollen. Wie die Börse auf der Zinne? Wir warten mal noch ein bisschen. Liebst könnt. Gut. Wie das da? Ah, ja. Nee, das. Was dann da? Okay, machen wir uns Piraten. Das sind die Raptoren, die Pi-Raptoren. Die sind Raptoren. Wir sind Raptoren, Pi-Raptoren. Guck mal, was der Hinweis zu suchen hat. Sie haben uns aufgespürt, Lieutenant. Das war eine koordinierte Truppenbewegung. Captain Valon ist immer noch am Leben, nicht wahr? Ihr habt uns angelogen. Habt ihr davon gewusst, Jedi?
Ich kenne Valons Geheimnis. Ja, aber ich habe herausgefunden, wie Valon überleben konnte. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir haben uns schon immer gewundert, wie er den Imperialen entkommen konnte, Lieutenant. Und jetzt das. Wir werden nicht hier bleiben und sterben. Hä? Redet oder schießt, Private. Versucht aber nicht beides. Verstanden? Ihr habt das Kommando, Jedi. Wir haben hier ein paar spezielle Strafarbeiten für Leute, die aus der Reihe tanzen. Gebt ihnen eine. Sie verdienen eine zweite Chance. Vielleicht wird er ja so lernen, die Kommandokette zu respektieren. Ich gratuliere, Kree. Die nächste Woche werdet ihr das Eis von den Antennen der Kommunikationstürme kratzen. Ja. Ja, Sir. Aber Kree hat recht. Wir können Valor nicht aufhalten. Niemand kann das. Doch. Hört mir alle zu. Valons einziger Vorteil besteht darin, dass er etwas weiß, was ihr nicht wisst. Und diesen Vorteil hat er jetzt verloren. Er trägt eine Heilrüstung, die er aus einem imperialen Labor gestohlen hat. Ohne sie ist er verwundbar. Also, Valons Geheimnis ist diese spezielle Rüstung? Wir haben von einem imperialen Labor erfahren, das in der Nähe versteckt ist. Wenn das Imperium diese Rüstung untersucht hat, könnten wir dort Informationen finden. Ja, komm, greif mal Sinn. Fährt nicht. Wenn ihr von diesem Labor wusstet, hättet ihr es zerstören können. Wir hatten nicht genug Männer. Es wimmelt dort von Wachen. Ein direkter Angriff wäre verlustreich, aber wir könnten die Wachen ausschalten, während ihr dort eindringt. Oder wir könnten versuchen, sie wegzulocken und sie im Schnee zu verlieren. Riskant, aber nicht so riskant wie ein Kampf. Die Entscheidung liegt bei euch. Komm, ihr Mannet. Führt sie in den Schnee. Kämpft nur dann, wenn es nicht anders geht. Minimale Verluste und wir halten uns versteckt. Hervorragend. In Ordnung. Wir kümmern uns um die Wachen. Ihr geht rein und sucht nach Informationen. Ich treffe euch, wenn die Luft rein ist. Schnappt euch eure Ausrüstung, Männer. Diesmal greifen wir Valon und das Imperium an. Kein Problem. Okay. Und dann look mal, wo es mit dem nächsten Zuziehe geht. Alter. Doof. Okay. Dann sehen wir uns dann da innen. Und dann bis nächstes Mal an. Tschüssi und have a nice